Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Heute gibt es mal wieder eine neue Marke, die wir euch vorstellen wollen, die wir durch Zufall in Albano entdeckt haben, und zwar Loyal Tobacco. Ich habe die Marke entdeckt. Richtigkeit ist hier das A und O. Schneidet hier raus. Heute mit der Sorte BIR Raute 2 am Start. Erstaunlich, aber neue Steuerbanderole schon dran und preislich 17,90 Euro. Ja, günstiger Tabak auf jeden Fall. Gut. Schauen wir mal, wenn er qualitativ überzeugen kann und auch im Geschmack. Ist das auf jeden Fall eine starke Ansage. Dann, wie das Dosendesign, der Schnitt und der Kopf war aussehen, zeigen wir euch jetzt. Yes. Das Dosendesign ist eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben oben einmal die Markenbezeichnung Loyal Tobacco, links davon das Logo LT und unten drunter die Sortenbezeichnung BIR 2. Alles in allem ziemlich schlichtes, unspektakuläres Dosendesign. Der Schnitt ist überwiegend mittel bis fein. Astanteil ist relativ gering und wenn, dann sind die Ästchen auch ziemlich klein geschnitten. Und von der Feuchtigkeit her kann man sagen, dass der Tabak schon ziemlich feucht ist, ziemlich matschig und klebrig, aber alles noch in einem erträglichen Rahmen. Dem Schnitt und der Feuchtigkeit bei diesem Tabak würden wir 4 von 5 Punkten geben. Und gebaut wird das Ganze heute im Hukain Litlib Arte. So ist unser Kopfbau jetzt geworden. Ich habe ein bisschen viel Tabak ins Depot gepackt, aber das ließ sich trotz der hohen Feuchtigkeit und des relativ kleinen Schnittes doch noch ziemlich gut in Form bringen. Und jetzt packen wir den Kopf auf die Pfeife und unterhalten uns über den Tabak. Da sind wir auch schon wieder und der liebe Alfons verrät uns einmal, was drin ist im Tabak. Ganz einfach, nämlich nur Birne. Ja. Schlicht und einfach, aber sehr aussagekräftig. Unser Lieblingsbirntabak ist, denke ich, übereinstimmend nach wie vor der Savu Green Bear. Mal schauen, in welche Richtung der hier gehen wird und ob er vielleicht an die Qualität und den Geschmack anknüpfen kann. Wir machen auf und riechen dann, oder? Also ich finde, man hat hier einen sehr frischen Birnengeruch. Es kommt eine leicht kühlende Note mit rum. Ich kenne keinen Tabak, der so ähnlich riecht wie der hier. Ein bisschen Birntabak haben wir ja auch schon probiert. Ja. Der ist so wieder was Neues in die Richtung, finde ich. Überzeugt aber. Also ich finde den Geruch wirklich sehr lecker, den Birnengeruch. Okay. Ich finde den Geruch tatsächlich auch sehr lecker. Wie du schon gesagt hast, relativ natürlicher Geruch. Hat nicht so eine extreme süße Note wie zum Beispiel ein Savu Green Bear. Ja, so eine kleine, kühle Note kann man im Geruch auch erahnen. Und alles in allem erinnert mich der Geruch so ein bisschen an Birnenkompott. Aber, sehr leckerer Geruch. Kommen wir mal zu einer Geruchsbewertung. Ich würde diesem Tabak 4 von 5 Punkten im Geruch geben. Ich finde ihn lecker. Man merkt, was es sein soll. Aber für die 5 Punkte fehlt mir irgendwie so ein gewisser Kick. Ich schließe mich dir an. Ich würde ebenfalls 4 von 5 möglichen Punkten geben. Ist ja auch wieder eine subjektive Bewertung. Ich weiß jetzt nicht genau, was mir jetzt persönlich noch für die 5 fehlen würde. Aber ich finde ihn nicht so überzeugend, wenn ich dran rieche, dass ich sage, boah, ja, das ist ein Brett. Okay, dann holen wir die Kohlen, packen sie auf die Pfeife. Und quarzen los. Jawohl, bis gleich. Wie immer haben wir einmal kräftig angeraucht. Jo. Und der Alfons wird einen ordentlichen Zug nehmen und wir schauen uns mal die Rauchentwicklung an. Wieder schöne dichte weiße Wolke, stabile Rauchentwicklung. Nicht nur in der Rauchentwicklung, sondern auch in der Hitze ist der Tabak sehr stabil. Ja. Babuschka, 3 Kohlen drin und ja, Quarzbombe. Genau, ihr hattet ja gesehen, ich hatte ziemlich viel Tabak sogar drin, aber trotz allem keine Hitzeprobleme. Nee. Super, ich hatte es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Bin auch überrascht, ja. Ja, aus diesen genannten Gründen würden wir der Hitzeverträglichkeit sowie dem Rauchverhalten 5 von 5 möglichen Punkten geben. Kommen wir mal zu einem Geschmacksfazit. Der Tabak nimmt sich im Vergleich zum Geruch nicht besonders viel. Die Birnennote ist auch wie im Geruch relativ natürlich. Erinnert mich so ein bisschen an die Birnennote aus dem Banger Tobacco 2 Optionen. Hat eine gewisse Süße, ja, hat aber auch so eine gewisse herbe Note irgendwie. Die kühle Note kommt jetzt für mich im Geschmack nicht mehr so spürbar durch wie im Geruch. Die hätte für mein Empfinden vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver sein können. Ich finde den Tabak aber auch so schon sehr lecker. Also man hat hier im Geschmack diesmal etwas anderes, wenn man das jetzt im Vergleich zum Savu Green Bear zieht. Der ist ja eher sehr süß gehalten und eher eine künstliche Birnennote und der ist so das Gegenteil davon, finde ich, weil er geht in eine sehr natürliche Birnennote, hat eine schöne Süße mit am Start, aber auch dieses leicht herbe wie von einer Birne halt. Und ich finde das wirklich gut gelungen.
Und ich würde dann nämlich auch das, was du im Geruch gesagt hast, teilen, dass es so in Kompottrichtung geht. Mhm. Das finde ich nämlich auch im Geschmack. Ist ein sehr leckerer Birnentabak. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass der auch vom Geruch und Geschmack so wenig abweicht. Mhm. Ja, also sehr gelungener Tabak. Bewertungstechnisch würde ich dem Tabak 4 von 5 Punkten geben, weil er löst für mich den Savu Queen Bear nicht ab. Ich mag das Künstliche sehr gerne, aber auch das Natürliche in dem Fall. So, die haben halt beide so ihre Vorzüge. Beide sehr stark, aber Savu Queen Bear finde ich noch einen Ticken geiler. Ich würde dem Tabak ebenfalls 4 von 5 Punkten im Geschmack geben. Ich finde ihn ja sehr, sehr lecker. Aber er geht halt, wie du schon gesagt hast, in eine ganz andere Richtung als der Savu Green Bear. Ich würde sie tatsächlich beide auf eine Stufe stellen, sage ich mal. Gelungener Tabak auf jeden Fall. Und um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, also hier Loyal Tobacco für 17,90 Euro, neue Steuerbanderole. Muss ich mal sagen, echter Geheimtipp. Also insgesamt beim Geschmack 4 von 5 möglichen Punkten. Genau. Und dann gucken wir mal, was die Gesamtbewertung sagt. Die Gesamtbewertung errechnet sich natürlich wieder aus allen vorangegangenen Bewertungen und da kommen wir hier auf stabile 4,25 Punkte von 5 möglichen. Also wie gesagt, ein sehr, sehr solider Tabak und wie ich persönlich finde, ein echter Geheimtipp. Den Kirsche haben wir noch da. Mhm. Falls da Interesse besteht, schreibt es einfach in die Kommentare. Genau, schreibt uns allgemein mal rein, ob euch der Hersteller überhaupt was sagt, ja, ob ihr vielleicht schon was getestet habt und was wir vielleicht noch testen sollen. Dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Zu guter Letzt bleibt uns nur übrig zu sagen, ist das Däumchen oben. Wird man dich loben und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.